Guten Morgen, geht los. Wie spät ist es? 5 Uhr oder so? Mal sie ab. Natürlich. Es ist immer noch sind wir in Berlin hier. Halb acht schon. Jetzt haben wir noch ein bisschen Material gekauft, was wir brauchen zum Arbeiten. Arbeitswerkzeug. Da haben wir wieder 400 Euro insgesamt jetzt heute Morgen schon verpulvert. Einmal für Tanken und für das Material, für das Werkzeug. 400 Euro schon wieder weg vom Auftrag, da wir noch nicht eine Minute gearbeitet haben. Dennis ist erstmal wieder abwursten und jetzt fahren wir hoffentlich gleich los hier. Eieieiei. So, wir sind da, auf alle Fälle. Heil angekommen. Jetzt unser Auto. Hier kann man mal das Auto jetzt hier mal so festhalten auch, ja. Ist ja ein schönes Auto, ein wundervolles Auto. Das ist ja hier ein Traum in was auch immer. Machst du die lustig oder was? Nee, das ist ein schönes Auto. Ich sag ja, eigentlich ist es ja ein schönes Auto. Ja, sag ich auch. Muss jetzt repariert werden und dann ist es ein schönes Auto. Ja, wir könnten ja mal überlegen, ob wir das Militärgrün machen. Das würde ich schön finden. Ja, oder gucken wir mal einen zweiten. Militärgrün. Ja. Ja, ich glaube, bestimmt wird los hier. Achso, das ist ja kein Klo. Das ist hier der. Was sind das hier für ein Raum? Aber die haben uns hier vorne angelegt. Ja, ja. Ich glaube, das dauert auch am längsten, wa? Naja, da ist viel dran, das ist das Problem. Also wenn die Äste abkommen, Thomas, also wenn die Äste ab sind, also von dem gesamten Baum, dann haben wir glaube ich schon mal 17, 18 Meter ist ja. Also das, was da anfällt an dem Baum, mit dem Brennholz alle zusammen, da kommen wir ungefähr auf 7 bis 10 Raummeter. Also das ist enorm viel, was da zusammenkommt. Also durch die Äste, man macht sich die ja kein Bild. Die Äste müssen wir ja auch noch da hinten hinschleppen. Ja, scheißen Dreck, Alter. Also wir haben hier so einen wunderschönen kleinen Weihnachtsbaum. Also wer den gerne kostenlos abholen möchte innerhalb der nächsten 2 Stunden, der kann jetzt vorbeikommen. Und Dennis hat es nicht nur gut gemeint, er hat sich auch verkalkuliert, stellt er gerade fest. Ja, aber wie gesagt, da haben wir hier so einen Totbaum fast eingewachsen, der muss weg. Dann haben wir hier 1, 2, was haben wir denn hier? Was ist denn das hier? 1, 2, 3, 4 Stück, 5 Stück, einer gepflegt, 6 Stück. Ich hab das anders in Erinnerung war. Also, ich weiß ja auch nicht, was die Sonntage mit Dennis machen, aber irgendwie hat er das anders in Erinnerung. Das ist ja schön. Na, dann hoffen wir mal, dass das jetzt alles, dass wir das heute runtergeruppt kriegen, zumindest alles, und dann morgen ein reiner Tragetag vielleicht wird mit einmal Pflege. Wir müssen nebenbei aufräumen, sonst haben wir ja so ein Chaos, das dauert ja, ewig, bis wir das dann. Sonst wird er das einfach runterholen. Pff, Alter, da werden wir in ja, komm, nee, lass uns mal, lass uns einfach nur deswegen. Das Ding ist ja, dass ich das ja weiß, dass das viel Arbeit ist und deswegen ja auch meinte, wir müssen so früh wie möglich anfangen. Sonst. Leg da keine Masse dritte, da kannst du jetzt nicht hinsetzen, denn das ist jetzt eine Kinderbank.
Gut, dann schauen wir mal, ob wir das Beste hier, die habe ich mir geholt. Ja Leute, so, was machen wir? Was kommt, oh Gottes Willen, Stufe kaputt. Was kommt hier weg? Also, der hier kommt weg. Der hier. Eieiei. Dann gehen wir weiter. Der hier wird gepflegt. Da muss das Totholz rausgenommen werden. Ja. Dann kommt der Geselle hier weg. Da ist schon eine Kerbe drin. Wow. Und dann die vier Genossen. Der hier. Der. Der. Und der. Ich habe schon überall gekerbt. Da harzt er aus. Da tut einem richtig leid eigentlich, weil jetzt sind schöne Bäume. Aber das muss weg. Weg ist weg. Jetzt zieh ich mal meine Botten an. Dann müssen wir mit den ganzen Stämmen hier hoch. Hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch hier durch. Dann hier rum. Hier raus. Dann hier rüber. Hier müssen wir aufmachen. Das wird aufgerödelt. Einfach nur. Und dann kommt das darin, gepackt ins Grundstück. Das ist eine Arbeit, ey. Meine Herren. Dann bereite ich schon mal die Zuwegung vor hier. Und jetzt los. Dann müssen wir losplanen. Los! Los, los, los muss das. So, Ritze an den Nagel und jetzt ist los. Hör auf.
Nee! Beschissen aus, der Fellkerb auch, aber der Baum liegt. Okay, so gut. Jo, na gut, das war der erste, wa? Nein, das war aber der schwierigste. Ja, war. Die anderen sind ein Kinder. Ja. Halbe Stunde, du. Mal gucken, ob der auch für so eine Bäume jetzt hier. Wollen wir das mit den ganzen Ästen? Ja, gut, aber funktioniert. Und mit dem Durchmesser. Mein Freund, der Baum ist tot. Wir wollen heute erstmal aufräumen hier vorne, das alles. Dann hinten machen. Und dann hinten machen. Das ist mir lieber. Ja, dass das hier vorne clean ist. Das sieht ja, nicht so schön aus. Kein Thema. Also alles entasten schnell. Hast du eine zweite Machete hoch? Ja. Na wunderbar, ne? Ja, ich meine, ich kann damit schon irgendwie arbeiten, aber liegt natürlich tierisch auf die Pfoten, weil die nicht richtig scharf ist. Na, auch der Griff ist so. Weil die so zurückschlägt. Na, also so, weißt du, also als wenn du mit einem stumpfen Beil halt auf dem. Also das macht schon Sinn für 50 Euro, sich eine Fiskars-Machete zu holen. Schlüssel für das Auto hast du jetzt aber auch. Die Geld liegt auch lose hier drauf. Ja. Garagentor öffnen wir hier auch hin. Bin irgendwie unterbrochen worden. Na gut, ideal. Ich muss auf alle Fälle jetzt hier, der ganze Haufen muss weg. Und der ganze Haufen muss weg. Kicke Krise. Das ist jetzt richtig Ackermann und Söhne. Ach, ich hab mein Tuch liegen lassen da. Deutsche Post? Nee. Das ist es nicht. So, da stand da drauf, DPD, nicht? Das ist ja nicht die Deutsche Post. So, was ist denn das dann? Deutscher Paketdienst. Ach so. Damit habe ich ja die Fichte gerade gefällt. Nee, das Seil vorhin durch, ja. Das Seil! Thank you.